Ich glaube, ein Fehler, der an diesem Gespräch immer gemacht wird, Homeoffice oder halt Büro, ist, dass man so wie ein Gesetzgeber mit der 40-Stunden-Woche, wo wir uns ja auch alle drüber aufregen und Ja. sagen, jetzt müssen wir die Zeiterfassung und alles doof, weil es gibt verschiedene Berufe. Da wird die Individualität leider nicht gesehen. Also diese Diskussion ist doch immer sehr individuell und viele Leute bringen Scheinargumente. In Wirklichkeit steckt da viel Egoismus hinter. Sowohl von den Arbeitgebern als auch Arbeitnehmern. Und deswegen hat man ja oft diese Beliebigkeit jetzt. Ja, gut, dann machen wir 60, 40, 30, ja, okay, dann lass so machen, weil ganz wegnehmen können wir das nicht und ganz verzichten wollen die nicht. Aber nee, ab und zu meine Kollegen auch sehen. Also ich glaube, ein wichtiger Punkt, den ich immer wahrgenommen habe in dieser Diskussion, auch dem Wunsch oft der Firmen, die Leute wieder ins Büro zu holen, wie du sagst, Scheinargumente, und oft ist es auch eher so ein Wunsch noch nach Kontrolle, ne? Also so ein, wenn die hier sind, kann ich kontrollieren, dass die auch wirklich arbeiten. Ich finde, da wird die Diskussion immer scheinheilig geführt. Wenn man das ehrlich führen würde, auf Augenhöhe, das Problem ist ja nur, diese Diskussion wird ja nicht geführt. Warum finde ich den Homeoffice als Mitarbeiter so geil? Ich könnte besser arbeiten. Nein, kannst du nicht. Du kannst vielleicht gleich gut arbeiten oder was immer. So, das ist also, warum kannst du da besser gefühlt arbeiten? Der Weg zur Arbeit, Punkt 1. Ganz klar hast du auch angeführt. Punkt 2 ist, ich kann meine Wäsche waschen. Beispielsweise, ich kann Essen kochen, ich kann mein eigenes Essen kochen, ich muss vielleicht sogar kein Geld ausgeben, ich kann das Essen, was mir schmeckt, gerade wenn wir heutzutage denken, wie Leute essen, ist das auch ein Riesenthema. Ja. Dann kann ich verlässlich mich mit meinen Freunden, mit meiner Familie, die Schule abholen etc. viel, viel besser, als wenn ich einen Stau einkalkulieren müsste. Es ist auch immer noch durchaus ungewöhnlich hier, dass man gar kein Büro hat, also so gar nicht. Als ich erzählt habe, ne, ja, ich gehe da hin, und dann war die erste Frage, ja, wo sitzen die denn? Und ich sage, ja, eigentlich nirgends, weil die haben keine Büros. Aber meine Eltern haben mich angeguckt, die haben es gar nicht verstanden, wie kein Büro? Wie Wo unseriös, arbeitest du ne? denn dann? Ja. Ja, zu Hause. Man muss, wenn man mobil arbeitet, zu Hause oder auch woanders sogar, extrem diszipliniert sein auch. Also man muss strukturiert und diszipliniert sein. Du kannst ja nicht einfach sagen, oh, ich gucken wir mal, wenn ich heute irgendwie arbeite und meine Sachen mache, ist ja egal, weil ich bin ja zu Hause, mache ich irgendwann. So läuft das halt auch nicht. Also da sitzt ja dann eben keiner, du gehst ja eben nicht ins Büro und weißt, ich komme ja da irgendwie um 8 oder 9 Uhr hin und dann weiß ich, dann arbeite ich und gehe, sondern das musst du für dich selber irgendwie organisieren.